Das 9. Jahrhundert. Das Frankenreich ist in... Zapp, du hast vergessen, es zu sagen. Was denn? Na, du weißt schon. Ach so, ich möchte darauf hinweisen, dass die folgenden Informationen von uns leicht vereinfacht wurden. Gut? Ja. Das Frankenreich ist in Ost und West zerfallen. Die Macht der einst fast unbesiegbaren fränkischen Könige schwindet durch Streit innerhalb der herrschenden Familien, die immer verbissener und intriganter um Macht und Einfluss... In dein Herz, ich sehe gute Franken, schlechte Zip Franken... könnte ich jetzt... Was bisher geschah? Ludwig der Deutsche bereut, dass er zusammen mit seinen Brüdern Lothar und Pippin seinen Vater Ludwig den Frommen vom Thron vertrieben hat. Doch warum musste er auch wieder heiraten? Wird es Lothar gelingen, Bruder Ludwig um sein Erbe zu betrügen? Wird ihr Vater es schaffen, die Macht wieder zurückzuerobern? Sehr nett, Zip, wirklich sehr nett. Die Karte bitte. Tatsächlich geht es drunter und drüber bei den fränkischen Königen. Die Herzöge der einzelnen germanischen Stämme nutzen diese Gelegenheit. Während Karl der Große sie noch streng unter seiner Fuchtel hielt, fangen sie nun wieder an, ihre Gebiete selbst zu regieren. Sie werden mächtiger und mächtiger. Da, Sachsen, Lothringen, Bayern, Franken und Schwaben. Am Ende hatte der König eigentlich nichts mehr zu sagen. Schauen wir uns so einen Herzog mal genauer an. Zip den Hirnscan bitte. Ja, Zap. So, hier sehen wir den Querschnitt durch das Gehirn eines typischen Herzogs des 10. Jahrhunderts. Es ist übrigens Arnulf, Herzog von Bayern, genannt der Böse. Hier, dieser große rote Bereich vorne ist das Machtbewusstsein. Das muss richtig dick sein, sonst wurde man überhaupt nicht erst Chef eines Stammes. Ah, und das hier, direkt hinter der Zirbeldrüse, ist das Unabhängigkeitsgefühl. Und wenn das hier, das Machtbewusstsein, wächst, wächst auch das Verlangen nach Unabhängigkeit. Genau, sehr schön. Du Zapp, und was ist das da, das immer kleiner wird? Ah ja, das sind Gemeinschaftssinn und Respekt für den König. Wenn das hier wächst, schrumpfen die. Klar. Allerdings gibt es hier noch dieses Gebiet und da sitzt die Angst. Wovor hatte der Herzog denn Angst? Erstens, Rivalen im eigenen Land. Der Adel konnte sich gegen ihn verschwören. Die wollen alle selbst Herzog werden. Und zweitens, vor dem König des Reichs. Der war ja immer noch sein Chef. Oh, Zapp, sieh mal, die Angst fängt an zu pochen. Sie wird größer. Ja, und schau mal, sofort werden auch Gemeinschaftssinn und das Respektzentrum größer. Oh, und wovor hat der Herzog nun gerade Angst? Vor drittens, Feinden von außen. Wie zum Beispiel? Den Ungarn. Den Ungarn? Die sind doch ganz harmlos. Heute, Zipp, heute. Damals waren die Ungarn ein wildes Reitervolk und kamen aus den Tiefen Asiens. Oh, super, endlich wieder ein Reitervolk. Das wurde aber auch Zeit. Wir hatten schließlich bisher nur in jeder Folge eins. Gibt's nicht mal was anderes? Ja doch, die Wikinger fielen von Norden ein. Die sind aber natürlich nicht in Bayern. Super, die Wikinger! Das ist mal was! Von politisch korrekten Geschichtslehrern werden die Wikinger gern als ein kulturvolles Volk reisender Händler und Entdecker verunglimpft. Tatsächlich handelte es sich um mordlüsterne Berserker, die jedes Kloster, das ihnen vors Drachenschiff kam, erbarmungslos plünderten und niederbrannten, metsoffen wie die Ochsen und echt gemeine Götter verehrten. Schlappe Frankenkönige wie Karl der Kahle, Ludwig der Stammler, Karl der Dicke, Karl der Einfältige, Ludwig der Faule oder Ludwig das Kind hatten gegen sie keinen Stich. Ja, Zip, aber jetzt geht's hier um die Ungarn. Reitervölker, Reitervölker, Reitervölker. Sollte hier jetzt nicht eine Karte erscheinen? Na klar. Das Frankenreich erzittert. Wikinger vor Paris, Hamburg in Trümmern. Zip, das ist doch nicht dein Ernst. Aber Zap, die Leute interessieren sich für Wikinger. Die sind wild und haben so tolle Helme und Schiffe und waren bestimmt auch in echt total kulturvoll und... Die Ungarnkarte, sofort. Na gut. Die Ungarn... Auch Madjaren genannt, kommen aus dem Ural, weit im Osten Russlands und fielen so um das Jahr 900 ins Ostfränkische Reich ein. Sie plünderten und raubten. Und sie kamen zur richtigen Zeit. Die fränkischen Könige schwächelten und jeder der Stammesherzöge musste allein mit ihnen fertig werden. Ziemlich schwierig. Genau. Im Jahr 907 wurde ein ganzes bayerisches Heer von den schnellen berittenen Kriegern vernichtet. Und auch den anderen geht es nicht besser. 915 etwa verwüsten die Ungarn Schwaben, Thüringen und Sachsen. Die Herzöge fangen an, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Oh, da müssen wir wohl mal auf den Hirnscan schauen. Ja, Zip, genau. Ah, der Gemeinschaftssinn wächst. Die Herzöge merken, dass sie die Ungarn nur zusammen besiegen können und finden die Idee mit dem gemeinsamen Reich plötzlich wieder gut.
Bloß den fränkischen Königen trauen sie nichts mehr zu. Nachdem gute Franken, schlechte Franken über 400 Jahre lang erfolgreich gelaufen war, ließ die Einschaltquote am Ende stark zu wünschen übrig. Auch das Auswechseln der Hauptdarsteller brachte nichts mehr. Im Jahr 919 wurde die Serie endgültig abgesetzt. Ja, die Zeit der Franken war vorbei. Der Job als König war also frei und die Herzöge beschlossen, einfach einen neuen zu wählen. Unser Arnulf hatte starkes Interesse. Du, sorry Arnulf, das war mega peinlich. Bei der Performance fallen die Ungarn noch höchstens vor Lachen tot vom Pferd. Null Power ist da, null Aggressivität. Das reicht vielleicht für Bayern, aber für eine hammermäßige internationale Karriere ist das einfach zu wenig. Nimm mir dieses Ding ab. Jetzt, mein Gott. Herzog Arnulf ging leer aus. Die Herzöge wählten den mächtigen sächsischen Herzog Heinrich I. zum König. Da haben wir ihn, ein norddeutscher Naturbursche, aber clever. Selbst Arnulf machte zähneknirschend mit. Heinrich ist Superherzog und kriegt einen Königsvertrag. Jetzt muss er zeigen, was er kann. Gespannt erwarten die Fans seinen ersten großen Auftritt. Heinrich ist aufgeregt. Er muss gegen die Ungarn antreten. Hoffentlich fällt er nicht durch. Seine Eltern und die Fans zu Hause in Sachsen zittern mit. Tatsächlich führt Heinrich 933 ein vereinigtes ostfränkisches Heer in die Schlacht gegen die Steppenreiter. Sein Sieg ist nicht vollständig, doch er bringt Frieden. Die Ungarn machen einen Bogen um das Reich. Leider ist Heinrich dann bald gestorben. Es ist ja leider oft so, dass die Superherzöge nach ihrem Sieg schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Aber Zipp, Heinrich war ja sehr erfolgreich. Ohne ihn wäre das ostfränkische Reich zerfallen. Die Herzöge mussten nun einen neuen König wählen. Super, eine zweite Staffel. Wenn du so willst. Das wurde übrigens von nun an immer so gemacht. Der Königstitel wurde nicht mehr, wie in anderen Ländern, vererbt. Man nennt das Wahlkönigtum. Jetzt wählten die Herzöge Otto I., Heinrichs Sohn. Das riecht aber nach Schiebung. Da ist er. Da die Gefahr für das Reich erstmal vorbei ist, finden die Herzöge einen König eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Doch Otto war ehrgeizig. Wo er nun schon mal König war, wollte er auch regieren. Und das wollten die Herzöge natürlich lieber selbst. Schauen wir uns das mal auf der Karte an. Da, das ist Otto. Er ist gerade in Magdeburg, wo es ihm eigentlich gut gefällt. Und hier kommen die Herzöge. Ach, oh, sieh mal, bei denen puckert was. Genau, die Machtgier. Der König ist weit weg, die Ungarn besiegt. Und sieh mal, die Angstdrüse sieht man kaum noch bei den Herzögen. Sie proben den Aufstand. Also macht Otto sich auf den Weg. Zuerst nimmt er sich Giselbert von Lothringen und Eberhard von Franken vor. Die beiden überleben den Besuch des Königs nicht. Ey, krass, Alter, der will Respekt. Und den holt er sich. So, da kommt Konrad, Ottos Schwiegersohn, hin. Und Franken regiert er jetzt selbst. Noch viele Jahre verbringt er damit, die Herzöge niederzukämpfen. Das geht oft sehr blutig zu. Oh, da regt sich Ludolf von Schwaben. Würdest du Otto bitte... Klar, ist ja schlimmer als ein Sack voller Flöhe. Kommt da jetzt Burkhard hin? Genau, und so geht es weiter. Auch wenn im Reich alles ruhig ist, muss Otto die einzelnen Länderfürsten immer wieder vor Ort daran erinnern, wer das Sagen hat. Anders konnte er nicht regieren, sonst tanzten die Mäuse sofort auf dem Tisch. Keine Handys oder E-Mail? Zip, das ist über 1000 Jahre her. Ach so, klar. Da gab es nur diese antiken Wählscheibentelefone. Hier ein Exemplar, das ich unlängst bei einer Expedition in dein Büro ausgegraben habe. Zweifellos prähistorisch. Also, ich finde das praktischer. Egal. Um zu regieren, müssen die Könige im Mittelalter also ständig unterwegs sein. Eine Hauptstadt gab es nicht. Hier sehen wir die Reisen, die der Kaiser Heinrich IV. Alleine im Jahr 1193 unternommen hat. Könntest du bitte? Moment. Da ist er in Regensburg, da in Würzburg, Speyer, da geht's hin und her. Straßburg, ein paar Ausflüge, wieder Würzburg, ja, und so weiter. Worms, Kaiserslautern, Aachen, Frankfurt, insgesamt 4000 Kilometer durchs ganze Land. Und das mit einem Gefolge von über 1000 Mann. Uiuiuiui. Und dieses Reich, das die Könige durch ihre Reisen zusammenhielten, ist das erste, das man Deutsch nennen kann. Nach der Sprache, die in allen seinen Teilen gesprochen wurde. Um den Chefs das Regieren etwas einfacher zu machen, erfanden eifrige Untertanen dann bald das Auto und die Autobahn, damit man schneller von Berlin nach Bayern kommt, wenn es mal wieder Meinungsverschiedenheiten gibt. Und das soll ja immer noch so hin und wieder mal... So, das war's für heute. Nächstes Mal geht es um das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Tschüss! Auf Wiedersehen! Wieso heilig? Wieso römisch? Wart's ab, Zip. Wart's ab. Moment, wenn's denn sein muss...